willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Monatsorakel März 2022. Was solltest du jetzt für dein Sternzeichen Waage wissen? Oder Aszendent Waage oder Mondzeichen Waage? Wenn du alles dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir diese Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann begrüße ich dich, meine liebe Seele, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast. Wenn dir Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich kurz in der Infobox nachzulesen, alle wichtigen Dinge, wie eine allgemeine Tarotkartenlegung funktioniert. Mir ist auch wichtig, dass ihr Bescheid wisst, dass das, was hier gelegt wird, nicht deine Zukunft vorhersagt oder bestimmt, sondern das ist die Richtung, in die du gehst. Die Zukunft allein formst nur du selbst mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken und mit deinen Handlungen, okay? Das nenne ich jetzt einfach mal mit. Und wenn dir das aber alles schon vertraut ist, dann relax dich, entspann dich, lehn dich zurück, gleich geht's los. Genau, für meine lieben Männerherzen, Hallöchen und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch zu begrüßen. Und natürlich auch meine lieben Crosswatchers, Hallöchen, herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das Ganze für dein Gegenüber resoniert. Oder du schaust bei dem Aszendent oder Mondzeichen deines Gegenübers nach, okay? Gut, ich habe jetzt alle begrüßt. Ich bedanke mich, meine lieben Waageherzen, für euren Support, fürs Liken, Teilen, Kommentieren. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das Gewinnspiel ist vorbei auf Instagram. Danke für alle, die mir auf Instagram gefolgt sind. Ich werde noch ein weiteres Gewinnspiel machen, aber erstmal kriegen die drei Gewinner ihre persönliche Legung und darauf freue ich mich. Wir fangen jetzt auch schon direkt an. Okay? Für meine lieben Waageherzen für den Monat März, da kam schon einer raus. Und wir haben den Eremiten, Jungfrau kommt hier stark durch bei euch. Meine lieben Waageherzen, euer Monat, eure Energie, in die ihr euch gerade befindet, ist der Eremit. Das heißt, ihr zieht euch ein wenig aus dem sozialen Leben zurück oder musstet euch aus dem sozialen Leben zurückziehen. Vielleicht einige von euch waren in Quarantäne. Könnte ja sein, ja, wir sind ja gerade in einer, ihr wisst schon. Auf jeden Fall, ihr zieht euch hier zurück und für andere kann es auch sein, dass du hier ein bisschen deine sozialen Kontakte so ein bisschen so mehr in dich kehrst, ein bisschen Zeit für dich haben möchtest, weniger Zeit nach außen und mit Familie und Freunden verbringst hier, ja, mehr Zeit mal für dich nimmst. Für meine lieben Waageherzen. Monat März. Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat März jetzt wissen? Wir haben den Pagen der Münzen. Der Pagen der Münzen, sehr interessante Energie. Es könnte hier darauf hindeuten, dass sich hier eine Möglichkeit für dich eröffnet, ja, mit dem Pagen der Münzen, dass du hier vielleicht, wir werden da auch schon näher drauf eingehen, aber dass es hier vielleicht sein könnte, dass ja, unerwartet ein wenig an Geld gelangst oder dass du irgendetwas in deinem Beruf erfährst, über dein Berufsleben, sich da etwas ändert. Okay, du bist rausgesprungen. Oh, wir haben hier die Gerechtigkeit, ja? Oh, interessant. Waage kommt hier durch, euer Zeichen, meine lieben Herzen. Ja, die Gerechtigkeit, also vielleicht wirst du hier eine Nachricht erhalten, was dein Berufsleben hier betreffen wird, oder es muss nicht direkt dein Berufsleben sein, es könnte hier eine Sache sein, die hier mit finanziellen Dingen zusammenhängt. Vielleicht kriegst du hier irgendein Erlös zurückerstattet, ja, oder irgendetwas, was dir hier zu Unrecht vermehrt abgebucht wurde, bekommst du hier wieder gut geschrieben, ja. Let me see. Und wir haben hinten hier Page des Schwerter und die Sonne. Und für einige König der Stäbe. Okay, interessant. Was ich hier auch noch mit aufnehme als Botschaft für dich, meine lieben Waageherzen, ist einfach, weil hier der Page der Schwerter hinten mit aufgetaucht ist. Es ist jemand in deinem Umfeld, der dir ein wenig nachschaut. Okay, der guckt, was machst du eigentlich? Was geht bei dir? Wie läuft es bei dir? Vielleicht ist es dein Ex-Partner. Es könnte hier auch für einige hier eine Liebesnachricht sein oder in Bezug auf dein Liebesleben deute ich das jetzt mal so. Oder in Bezug auf dein Liebesleben, weil hier kommt der Page der Schwerter durch, ja? Also
Hier wird ein wenig geguckt, was machst dein Gegenüber, also was machst du? Du hast dich hier ein bisschen abgekapselt, es wird für dich hier jemand interessiert sich sehr stark für dich, jemand, mit dem du hier etwas Leidenschaftliches hattest, der König der Stäbe, der viel für dich übrig hat. Ja, interessiert sich hier für dich und dein Internetleben oder was auch immer du nutzt, Instagram, WhatsApp, Facebook und Co. Ja. Und ich habe hier das Gefühl mit der Sonne, es wird hier alles gut. Und du wirst hier eine Nachricht erhalten von deinem Gegenüber. Wenn es hier eine Liebesgeschichte ist, wirst du hier eine Nachricht erhalten von deinem Gegenüber. Lass mich mal mit dem Tarot mal eintauchen. Was geht es an meinen lieben Waageherzen für den Monat März? Wir haben hier einen Schatten. Ja, der Mond kommt hier durch. Ja. Okay, es gab keine offene Kommunikation, es gab hier Geheimnisse, Dinge, die zurückgehalten wurden, aber hier auch Mond und Sonne, ja, vielleicht deutet es hier so, dass ihr sehr unterschiedlich seid, aber auch mit der Sonne habe ich das Gefühl, es wird sich hier klären, ja, das ist so, was ich hier aufnehme. Was hat das mit dem Page der Münzen zu tun? Dankeschön. Würde ich gern geklärt haben. Ja, es geht hier um zwei der Kelche und die Liebenden. Und ja, hier haben wir Triumph. Der Wagen kommt hier durch. Ja, also es geht hier für die Mehrheit um eine Liebesangelegenheit. Für mich deutet es hier bei der Klärung vom Page der Münzen einfach darauf hin, dass hier es zu einer Aussprache kommt. Ja, zwei Kelche. Also es geht hier um eine spirituelle Verbindung, ja. Es geht hier jemand, der, ich habe das Gefühl, du ziehst dich hier zurück, aber dein Gegenüber würde gerne mit dir hier vorwärts gehen, voranschreiten, dass es hier zwischen euch hier weitergeht. Aber ich denke halt, hier ist etwas Unausgesprochenes, Unausgeklärtes zwischen euch, was ihr erstmal hier ja bereinigen müsst. Okay. Wir gehen über zu den Orakelkarten für meine lieben Waageherzen. Monat März ist da noch eine Nachricht für meine lieben Waageherzen. Da kommt noch was raus. Gut. Ah, der Tiefpunkt. Okay, wow. Ich habe das Gefühl, eventuell habt ihr so ein Tief erlebt gemeinsam. Ja, ihr habt irgendwie das Gefühl, es geht nicht mehr weiter, die Beziehung kann nicht mehr hier voranschreiten. Ich sehe aber, dass dein Gegenüber hier bereit ist zu investieren, bereit ist hier mehr zu tun, dass es weitergeht. Ja, das ist so, was ich aufnehme. Und wir haben hier der goldene Palast und wieder ein riesiger Mond dahinter, ja. Und der Tiefpunkt, ja, ich habe das Gefühl, ihr seid gerade am Tiefpunkt, wollt aber hoch, da hoch, weil der Palast ja auch weiter oben ist. Da wollt ihr gemeinsam ankommen, aber ich habe das Gefühl, dass ihr gerade so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habt, dass es jemals mit in dieser Beziehung oder in dieser Partnerschaft gemeinsam erklungen werden kann. Ja. Vielleicht ist es auch noch nicht so sichtbar, ja, weil hier ist etwas verdeckt, versteckt, für dich noch nicht sichtbar, wo das Ganze hier hinführen könnte. Weil es könnte dich hier wirklich zum Goldenen Palast führen, diese Partnerschaft. Natürlich kommt dadurch auch eine Veränderung zustande, ja. Also es wird sich einiges ändern, damit ihr da hinkommt. Und ich nehme halt hier auf, dass dein Gegenüber hier wirklich in dich investieren möchte. Eine numerologische Botschaft hier für dich ist die 1010, die hier durchkommt, ja. Schau das mal nach, wenn dich Numerologie interessiert. Für meine lieben Waageherzen Monat März. Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat März jetzt wissen? Für meine lieben Waageherzen. Monat März. Für meine lieben Waageherzen. Das wird hier spannend.
Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat März jetzt wissen? Für meine lieben, Dankeschön. Jetzt kamen gleich wieder zwei, interessant. Beobachtungsposten. Wir haben ja oft den Page der Schwerter, also du wirst sehr stark beobachtet oder du beobachtest dein Gegenüber sehr stark, ja. Kann auch andersherum sein, interessant, ja. Du beobachtest das Ganze hier vielleicht bei Nacht, weil hier kommt wieder der Mond durch, ja. Und wir haben hier Erneuerung. Also ich habe das Gefühl, ihr wollt hier das Ganze erneuern und hier das, was euch nicht mehr so gedient hat, mit dem, wo ihr hier an dem Tiefpunkt angelangt seid in der Partnerschaft, das wollt ihr ändern und ihr wollt hier euch erneuern gemeinsam. Ja, es ist so, habe ich so das Gefühl, nachdem alles abgebrannt ist, wollt ihr hier jetzt alles wieder neu starten. Hier kommt wieder die 10 durch, also die 10 kommt hier mehrfach durch, 10, 10. Also wir haben jetzt dreimal sogar die 10, kann auch dreimal die 1 sein. Schaut euch mal bitte die numerologisch die 10 an, weil das kommt sehr stark hier durch bei euch, meine lieben Herzen. Das hatte ich ja auch schon vorher gesagt. Für meine lieben Waageherzen, Dankeschön. Und nehmen wir die Fledermaus, die ist rausgesprungen gekommen. Wir haben hier eine Fledermaus. Fledermaus ist auch nachtaktiv. Vielleicht ist einer von euch mehr nachtaktiv und der andere mehr am Tag. Ich weiß nicht, Nacht kommt hier sehr oft durch. Irgendwas hier in der Nacht. Bist du vielleicht, kannst du nicht schlafen, bist du nachts wach und grübelst über alles. Die Fledermaus, drunter steht, die Neugeburt ist gewiss. Ja, es geht hier um Erneuerung, Neugeburt. Es wird sich hier ausbalancieren und ausgleichen. Dein Gegenüber ist auch bereit. Vielleicht guckst du das erstmal so von der Ferne hier an mit Skepsis. Interessant, ja. Aber ich sehe, hier wird eine Erneuerung reinkommen und die Sonne ist da. Also es wird hier auch alles gut. Für meine lieben Waageherzen, Monat März. Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat März jetzt wissen? Dankeschön. Und hier haben wir die Sterne. Du kannst alles, was du dir wünschst, manifestieren. Also wenn du hier mit deinem Partner diesen goldenen Palast, ja, erreichen möchtest und dein goldener Palast für jeden kann es was Unterschiedliches hier sein. Das könnte sein Familie, ein Haus gemeinsam, für andere könnte es sein ins Ausland gehen. Jeder hat eine andere Vorstellung, was man so, wie man eine ideale Partnerschaft leben möchte, was deine Ziele sind, seine Ziele oder ihre Ziele sind, ja, also wo ihr euch seht, was wäre eure gemeinsame Erfüllung. Du kannst alles, was du dir hier wünschst, manifestieren, jeden Wunsch. Das ist möglich. Für meine lieben Waageherzen, Monat März. Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat März jetzt wissen? Für meine lieben Waageherzen, Monat März. Für meine lieben... Oh, danke schön. So, ihr kriegt immer zwei. Stolz. Vielleicht wurdet ihr hier schon... Und wieder kommt numerologisch die 10 durch. Vielleicht wurdet ihr gekränkt, euer Stolz gekränkt, ja? Deswegen habt ihr euch aus dieser Partnerschaft hier zurückgezogen oder hier Abstand gesucht oder den Kontakt mal ein bisschen auf Eis gelegt. Und dann haben wir hier Vergebung. Also dein Stolz ist dir hier definitiv im Weg, um dein Gegenüber hier zu vergeben. Ja, meine lieben Herzen, leg den Stolz ab und geh in die Vergebung. Weil hier könntet ihr euch wirklich gemeinsam erneuern, weil ich nehme von der anderen Seite auf, dass die andere Seite bereit ist zu investieren, bereit ist, hier Einsatz zu erbringen. So, für meine lieben Waageherzen, Monat März. Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat März jetzt wissen? Für meine lieben Waageherzen, Monat März. Was sollten meine lieben Waageherzen für den Monat März jetzt wissen? Für meine lieben Waageherzen. Für meine lieben Waageherzen, Monat März. Okay. Dankeschön. Wir haben hier Trauben.
es wird Zeit, ein wenig rauszugehen und Spaß zu haben. Verkriech dich nicht zurück. Ja? Das Leben ist lebenswert, meine lieben Herzen. Hier, was ich auch schon vorher ganz am Anfang gesagt hatte, wir sehen einen Delfin, finanzieller Zuwachs. Etwas, was aus seiner Vergangenheit gekommen ist, ja? Also es gibt hier einen finanziellen Zuwachs diesen Monat. Dann hast du hier ein Hai, Vorsicht, oder du wirst hier einen materiellen Verlust erleiden. Hier gibt es ein Hai, eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Dann haben wir hier, vielleicht hast du einen Kurztrip geplant im März oder bist irgendwo hin, ja, Urlaub kommt durch. Dann haben wir hier ein Speer, Herzschmerz über etwas, was du nicht länger hast, ja. Also hier ist Herzschmerz definitiv diesen Monat. Und wir haben einen Hund, einen Freund, der dich hier schützt. Du hast einen guten Freund, der dich schützt. Und wir haben hier ein Ohr. Du wirst hier gute Neuigkeiten erhalten. Wunderschöne Legung für den März 2022. Meine lieben Herzen, wow, Hammer, mega. Ich freue mich von ganzem Herzen für meine lieben Waageherzen. Wenn du meine Energy Vibes, lass mir gerne ein Abo da lassen, meine lieben Herzen. Eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar hinterlassen. Vielen herzlichen Dank. Ich antworte auch darauf. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dann. Danke für den Energieausgleich. Tschüss.